Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt. Und zwar nennt sich das Ganze, wie ihr hier seht, Luigi's Mansion. Ich spiele das Ganze auf dem GameCube-Emulator mit der Original-CD. Also, ja, ihr werdet es ja gleich sehen. Also, nee, ihr werdet es nicht sehen, aber ja, die Info wollte ich halt mit euch teilen. So, das Spiel habe ich bis jetzt, also ich habe es geschenkt bekommen von meinen Eltern und also. Die haben eine GameCube von uns bekommen, haben sich das Spiel gekauft und haben es mir für ein Let's Play zur Verfügung gestellt. Und ja, ich möchte das Ganze jetzt Let's Playen. So, dann fangen wir mal an. Luigi's Mansion. Das ist, glaube ich, das erste Spiel, was nur von Luigi handelt. Also, es ist zwar mit Mario, aber Mario ist nicht der Hauptakteur. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten jetzt einfach und ich halte kurz die Klappe. So, hier sind wir. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, die Villa sieht jetzt nicht so sehr einladend aus. Es handelt sich hier nämlich um ein Geisterhaus und wir müssen die Geister jagen bzw. verjagen. Wie das Ganze abläuft und wie genau und was für verschiedene Geister es gibt, werdet ihr während des Let's Plays sehen. Ich hab's gerade eben schon mal ein bisschen angezockt, um eben halbwegs einen Plan zu bekommen, wie hier was, wo, wann. Und ja, es gibt auch relativ viele creepy Geschichten zu dem Spiel, beziehungsweise hauptsächlich zu der Beta, wo das halt, nennen wir es mal, nicht wirklich kinderfreundlich gestaltet wurde. Natürlich, da ich jetzt das Originalspiel habe und nicht die Beta, kann ich euch das leider nicht zeigen, aber zum Beispiel der Screen, wenn du stirbst, sah da total krank aus, kann man schon fast sagen, und überhaupt nicht für Kinder, aber ich werde es vielleicht irgendwann mal in einem Video einbinden, wenn ihr Interesse habt, es zu sehen. Wenn nicht, seid ihr schwul. Nein, Scherz. So. Da zittert er schon. Komm schon, Luigi, trau dich. Und ab dafür. Ja, komm, übertreib doch. Manche Musikstücke davon erinnern mich so ein bisschen an Zelda, der gerade eben den Sound gehört hat. So ein kleiner alter Professor jagt einen Geist, ist aber auch nicht schlecht. Und Luigi versteckt sich. So ein kleiner Zwerg ist mutiger als wir, das können wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Das ist echt ein schöner Staubsauger. Uff, da werde ich noch eine ganze Weile schwer zu tun haben. Ich bin zu alt für diesen spukigen Unfug. Nun denn, gestatten, man nennt mich Professor L.Git oder 1.Git. Dieses Haus, ich glaube, von Tag zu Tag spuken hier mehr Geister. Aber was, wenn ein junger Hüpfer wie du, was hat ein junger Hüpfer wie du überhaupt hier verloren? Oh, das sieht gar nicht gut aus. Also, Kleiner, leg ganz an zu mir nach. Tempo, Tempo. Oh Gott, diese geile Musik, die hat mir echt gefehlt. Luigi war dein Name, stimmt's? Ich glaube, das Schicksal hat dich dafür gesorgt. Hat dafür gesorgt, dass unsere Wege sich kreuzen. Dass sich unsere Wege kreuzen. Sorry, wenn ich mich ab und zu verlese. Das ist halt, weil ich so versuche, schnell zu lesen. Und ich bin nicht unbedingt der beste Leser. Gut abgepasst, Luigi. Wie? Du möchtest wissen, wo du dich befindest? Nun ja, diese heilige Stufe dient mir als Zentrum
meiner Geisterstudie, Professor 1 geht's Geisterforschungslabor. Oder schlicht und ergreifend das Labor, falls du Abkürzungen bevorzugst, du diese wieder bei einem Wettbewerb gewonnen, an dem du nicht einmal teilgenommen hast. Das klingt mir ja sehr verdächtig. Du bist also tatsächlich von der Existenz überzeugt. Existenz dieser Villa überzeugt. Höchst merkwürdig das Ganze. Ich lebe hier schon, seit ich ein junger Kerl war. Was? Ach, keine Ahnung. Und ich sag dir eins, diese Villa ist blablabla Tagen aufgetaucht. Die Geister haben dich zum Narren gehalten. Keine Ahnung, ob es nur ein böser Traum ist, eine Illusion oder auch was auch immer. Aber ich wäre nicht sonderlich begeistert. Nicht schlecht. Wenn ich im Spukhaus gewinnen würde. Wenn ich ein Spukhaus gewinnen würde. Wo ich dich so sehe, fällt mir wieder etwas ein. Ein Kerl mit einer roten Mütze, die deiner ganz ähnlich sah, lief rauf. Oh, ich hab keinen Bock mehr zu lesen, ich hasse es. Er hält mich nicht mehr für ein kurzes Bläuschen. Und er auch nicht zurück, bla bla bla. Wie bitte? Mein Bruder, ja, ich hab grad keine Lust mehr zu lesen. Achso, unser Bruder wurde entführt. Also Mario wurde entführt. Dies ist der Staubsauger, den ich für Geisterjagd entwickelt habe. Ich nenne ihn den Schreckweg 0816. Er schluckt alles Mögliche und Unmögliche. Wirf ihn mal an. Wartet kurz, ich trinke schnell einen Schluck. So, sorry. Gerade einen trockenen Hals. Richtung. Ganz gleich, für wie stark dein Bruder hältst. Geister sind recht herkömmliche Weise nicht zu fangen. Suke suke, jabbe jabu. Unga. Mi, oh ja, mi. Hapu, onaga. Oh Gott. Ich bin zu alt für diesen Kram. Ich meine, naja, sowas spielen kleine Kinder. Was war das? Jedes Mal, wenn das Herz eines Geistes sichtbar wird, kannst du ihn aufsaugen. Deshalb muss man halt. Ja, aber ja, da passiert ja nichts. Das Herz. Hallo? Okay. Ah, ich muss stehen bleiben, um den C-Dinger zu drücken. Also ich spiele gerade mit dem Xbox-Controller. Aber um den denken wir uns den mal einfach mal aus. Damit dann dieses Herz kommt. Verstecken sich gerne dunkel, komisch was. Ja, total zum Kreischen. Hä? I don't get it. Hä? Was? Keinen einzigen? Ja, schon klar. Aber die sind die ganze Zeit verschwunden. Nee, ich hab keinen Bock auf die Galerie. Da war ich gerade eben schon und da ist es echt langweilig. Jetzt zur Villa. Und tschüss. Wie er noch schön draußen wartet. Ah, was ist los, Todd? Kleiner Toad? Oder? Weiß nicht, wie man ihn nennt. Todd? Keine Ahnung. Who cares? So. Nicht mehr zurückkehren. Ja, überlass das mir. Wir sind jetzt im Erdgeschoss im Foyer. Und ja. Hier habe ich vorhin schon. Ja, dann speichern wir mal. Ich glaube, immer wenn ich so einen kleinen Knilch finde, kann ich speichern. Oh Gott. So, hier konnten wir, glaube ich, saugen, oder nicht? Nee, da mussten wir da oben hin, weil ich habe gerade eben das schon gesehen und da kam relativ viel Zeug raus. Genau. Ich weiß zwar noch nicht ganz, wofür das gut ist, aber
Es kam raus. Saugen wir mal alles ein. Na los. Ach, wir können's. Ah, okay. Oh, ein Spiegel. Machen wir auch noch das Ding hier auf. Na, no, ist nichts drin, schade. Okay, gut. Dann gehen wir mal in den ersten Stock, wo wir gerade eben schon waren. Also ich habe bis hierher gespielt, ich weiß noch. Oh, cool. Ich weiß, dass ich hier drin die Kerzen ausmachen muss. Hier an der Wand. Aber weiter weiß ich nicht. Ah, ich warte, ich sammle erstmal das Geld ein. Oh. Wer hat die Kerzen gelöscht? Etwa du, Herr Froschgrün? Nun, dunkle Räume bergen viele, bla bla bla. Sie leben in der Dunkelheit und kriegen dich. Nee, sie lieben die Dunkelheit. Jetzt bist du dran, buh. Ja, jetzt hopp. Bring it on. Ich hab keine Angst. Och, diese Geräusche. Ah. So. Na, kommt her. Luigis Menschen. Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr das ist. So. Ah, fuck. So. Ich glaube, es war von 2002 oder von 2004. Eins von den beiden, da bin ich mir zu 15% sicher. So, ja, war's das schon, oder? Ah, natürlich noch nicht. Okay. Ich hätte mich nicht bewegen sollen. So, komm schon. Easy. Sehr schön. So, da haben wir auch schon den einen Schlüssel bekommen. Und okay, das war jetzt nicht schlecht. So fürs erste Mal Geister jagen. Gerade eben war es irgendwie verbuggt. Keine Ahnung, warum ich die nicht einfangen konnte. Aber nun ja, who cares? Na, jetzt komm, trau dich. Au. Oh. Ah, geil. Klappt ja wie am Schnürchen. Oh, oh, was ist denn das? Hoppla. Ja, komm, jetzt nicht so Angst. Ah, cool. Der hat ein bisschen mehr Leben. Die gerade eben hatten 10 Leben. Das sind ja an den Herzen, die da haben. Dass ich den abziehe. Oh, oh, 2. Oh, cool, ich kann noch mehrere. So, das seht ihr dann in Herzen, die da die ganze Zeit zurückgehen. Und ja. Lol. Oh. Shit. Nicht so cool. Ah, jetzt hab ich beide. Ich soll ja in die gegengesetzte Richtung machen. Das ist gar nicht so einfach. Wenn ich gegen 2 Stück bin. Aber hier ist auch der Raum schon wieder hell. Okay, sehr gut. Okay. Wow, jetzt habe ich mich selbst ein bisschen erschrocken. Oh Gott. Mach mal Schränke auf. Ich glaube. What the fuck? 3 Stück. Was macht denn der da? Habe ich gerade eben überhaupt nicht gesehen. Der schmeißt da Bananen hin. Was ein Esel. Oh. Oh, 40 Leben. Okay, den werden wir irgendwie. Oh, jetzt komm doch. Das ist der Bug, von dem ich gerade eben gesprochen habe. Oder muss ich vielleicht nur näher ranstehen? Ich weiß es nicht.
Oh, das Leben ist schon ganz schön viel. Aber geschafft. So, sagen wir mal die Bananen ein. So, komm schon. Los, mach nicht auf die Banane. Ach, nice. So, machen wir mal hier auf und gucken, was da drin ist. So, mal gucken hier. Und, ah, da oben ist der Schlüssel. Nice. So. Okay, der Schlüssel ist... Ah, okay, gut. Ich weiß gar nicht, ob man hier spontan speichern kann. Steuerung, Standard oder seitwärts ist ja eine Auswahl, wie sie im Buche steht. So, ich weiß gar nicht, wo ich hier... Ah, hier ist wieder ein kleiner Toad. Oh, nicht weinen. Kleiner Fruchtzwerg. Fühle mich gleich viel wohler. Nachgesehen, einfach nicht zu finden. So. Ah, ich kann immer bei denen speichern. Okay. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.